Hallo, hier ist Ronja. Und weil es jetzt ja langsam kälter und winterlicher wird, habe ich mir gedacht, wir backen heute mal Plätzchen, aber nicht normale Plätzchen, sondern wir versuchen so Minecraft Dirt Block Plätzchen zu machen, die dann so aussehen, logischerweise wie ein Block. Und ich habe ein Rezept für Plätzchen, was meine Mama immer gemacht hat. Das sind Mürbeteigplätzchen, die schmecken mega, mega gut. Ich habe die seit meiner Kindheit immer gegessen, deswegen möchte ich die machen. Ich bin gerade auf dem Weg zum Supermarkt, weil ich selbstverständlich nicht alles dafür zu Hause habe. Es tut mir leid. Ich bin unvorbereitet, aber noch hat unser Rewe auf, deswegen ist es tatsächlich nicht so spät, wie es aussieht. Aber ihr kennt's, ne? Deswegen hoffen wir mal, dass sie noch alles haben, was wir brauchen. So Leute, willkommen in meiner bescheidenen Küche. Hallo Katze. Und wir haben heute schon alles draußen, was wir für die Plätzchen brauchen. 2 Eier, 500 Gramm Mehl. Ich weiß nicht, ob das genau 500 Gramm sind. Notfalls müssen wir ein bisschen weniger Teig machen. Aber ich hoffe mal, das reicht. Ich habe auch noch extra Mehl gekauft. Dann brauchen wir außerdem ein... jo, Katzenfutter. Außerdem 125 Gramm Zucker, Vanilleextrakt, Butter oder in meinem Fall Margarine, aber im technischen Sinne das gleiche. Und 3 Arten von Schokolade zum Verzieren, genauso wie Lebensmittelfarbe. So, ich mache das Ganze in der Schüssel. Ihr könnt es natürlich auch auf der ganz normalen Küchenplatte machen, aber ich habe Katzen, deswegen ist es ein bisschen unhygienisch. Deswegen, die Reihenfolge bleibt aber gleich. Im Prinzip müsst ihr das mit euren Händen verkneten. Ihr macht erstmal eine schöne Basis aus Mehl. Das ist relativ wichtig. Ihr braucht da einen guten Haufen. Dann versuchen wir das mal mit einer Hand abzumessen. Dann fügt ihr da drauf euren Zucker hinzu und ihr baut euch schon mal so eine kleine Mulde in der Mitte. Übrigens Hände waschen vorher, sonst ist das ein bisschen eh. Da in die Mulde hauen wir jetzt 2 Eier rein. So, als nächste Heldentat kommt da ein ganz bisschen was von dem Vanilleextrakt rein. Das muss wirklich nur super wenig sein. Falls ihr das nicht zu Hause habt, könnt ihr auch Vanillezucker nehmen, aber Extrakt schmeckt besser. Und als nächstes zerschnibbeln wir unsere Butter in kleine Stücke und legen die um den Rand. Dann sieht das aus wie so ein kleiner Vulkan. So sieht es ungefähr aus, wenn es fertig ist. Also logischerweise ein bisschen hübscher, wenn... Jovi? Nein. Logischerweise ein bisschen hübscher, wenn ihr das auf der Arbeitsplatte macht. Aber wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, kann ich das natürlich nicht, weil sonst jemand dahin geht und die ganze Butter aufleckt. Ich weiß nicht warum, aber Katzen scheinen große Freunde, Jovi, nein, große Freunde von Butter zu sein. Eine Ewigkeit später. So, wir haben es den nächsten Tag. Ich habe gerade, ich habe gerade meinen Teig aus dem Kühlschrank geholt. Der ist jetzt hier in dieser wunderhübschen Verpackung, damit die Katzen den nicht abschlecken. Der ganze Spaß wird nun ausgerollt, der ist so hart. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausrollen soll. Aber meine Mom sagt, das ist richtig so. Und wenn meine Mutter das sagt, dann stimmt das auch. Jedenfalls rollen wir den Spaß jetzt aus, schmeißen unsere Katze raus, damit das Ganze hier nicht gefressen wird. Und nachdem das erfolgreich gemacht wurde, verteilen wir hier eine gute Menge an Mehl. Oh, das war echt viel Mehl. Das war, glaube ich, viel zu viel Mehl. Egal, eine gute Menge ist eine gute Menge. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist viel zu viel. Ich mache jetzt hier mal so eine Art Mehlhaufen. Ich glaube, das Mehl brauchen wir danach nicht mehr. So, mal so einen Mehlhaufen. Und warte, habe ich einen... Okay, warte, wenn ich jetzt keinen Ausrolli habe, Sprachenlernen, Bubble. Dann bin ich sehr, sehr wütend auf mich selber. Dann nehmen wir unser Ausrolli-Gerät. Mehlen es ebenfalls. Gott, das ist so viel Mehl. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Mehl genommen habe. Es ist einfach so hart. Hör dich jetzt mal an. Seht ihr das? Der Teig gibt nicht nach, die Platte gibt nach. So, aber das ist nicht schlimm. Wir rollen das jetzt, okay? Oh, das ist nicht gut. Also meine Mutter hat den immer in 2 Teile geteilt, weil es sonst zu viel ist, meinte sie. Der ist voll mehlig, nicht mehlig. So. Meine Mutter meinte immer, den muss man in 2 Teile teilen, aber den muss man schon am Vortag in 2 Teile teilen. Das habe ich vergessen. Deswegen ist es nicht schlimm. Wir nutzen einfach viel Mehl und körperliche Gewalt. Hoffen, dass uns... Wie heißen die Dinger? Hier ist das deutsche Wort dafür. Also ich weiß, dass es Rolling Pin heißt, aber ich habe keine Ahnung, wie das deutsche Wort dafür ist. Naja, wie dem auch sei, wir benutzen das da und quetschen den Teig irgendwie in eine Platte. Das Ganze soll halbwegs dünn werden. Ich bin aber nicht sicher, ob das klappt. Mehr Mehl ist besser als wenig Mehl.
Merkt euch das, Kinder. Nein, ich habe einen Abdruck gemacht. Ich weiß nicht, ob man meine Katze im Hintergrund hört, aber die ist mehr als unzufrieden mit der Gesamtsituation hier. So. Also, wir nehmen jetzt doch kein Lineal, weil hell no. Wir nehmen unser großes Messer und dann schneiden wir aus dem ganzen Ding hier, würde ich mal sagen, ein hübsches Quadrat. Und das Ganze bringen wir jetzt rüber auf ein Blech. So. Okay, ich versuche runterzukommen. Das ist voll schief. So, also im nächsten Schritt brauchen wir ein Ei und pinseln den ganzen Spaß damit ein. Das heißt, falls ihr das nicht mit den Fingern machen wollt, aus Gründen, also es ist einfach mit den Fingern. Ich habe aber keinen Pinsel, um das mit einem Pinsel zu machen. Deswegen habe ich auch nicht wirklich eine andere Wahl. Ihr könnt auch nur das Ei gelb nehmen, wenn ihr fancy seid, aber ich mache beides, weil sonst brauche ich zwei Eier. Der Spaß wird dann auf die Plätzchen gepinselt. Beziehungsweise verteilt. Mit euren Fingern. Ohne Pinsel. Weil wir keinen Pinsel haben. Das hier ist übrigens auch der Schritt, bei dem ihr eure missformten Vierecke so ein bisschen anpassen könnt, wenn ihr das möchtet. Ich meine, ganz ehrlich, sie müssen nicht perfekt sein. Das sind ja im Endeffekt Plätzchen, die wachsen ja eh noch beim Backen. Jetzt habe ich schon auf den Keks getropft. Na, herzlichen Glückwunsch, Katze! Und jetzt machen wir einfach so eine Art Dirt-Muster. Und zwar versuche ich jetzt hier kleine Viereckchen drauf zu malen. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie es aussieht. Okay, wartet mal. Also das ist ein Viereck. So, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal mit der dunklen Schokolade. Ich weiß nicht, ob die verbrannt ist oder ob die so sein muss. Also, ich glaube nicht, dass die verbrannt ist. Ich meine, die war jetzt ja nicht so lange dran. Ich versuche das Ganze mit dem kleinen Spatel zu machen. Ich hoffe, meine Katze frisst im Hintergrund nicht Kekse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht. Möglicherweise habe ich gedacht, man sieht den Kontrast zwischen den beiden Brauntönen deutlich stärker. Tut man aber nicht. Das heißt, wir haben hier eine sogenannte Problemsituation. So. Gut, danke. So, wir haben jetzt unsere weiße Schokolade geschmolzen und mit der hier wollen wir jetzt einen Grün herstellen. Es gab leider keine grüne Lebensmittelfarbe, deswegen mischen wir mal ein bisschen Blau und Gelb. Und das ist ja selber schon so ein bisschen gelblich, also hoffe ich mal, dass das ganz gut funktioniert. Oh nein, oh nein, oh nein, es wird fest. Warum wird sie mir jetzt fest? Bitte werd nicht fest. Okay, back in, gehen wir in die Mikrowelle. Jetzt wird es ein Desaster. Es wird nicht wieder flüssig. Leute, schlechte Nachrichten. Obwohl, es wird ein bisschen flüssiger. Okay, wir hauen da jetzt Kokosöl rein, in der Hoffnung, da noch irgendwie was rauszukriegen. Und damit wir eine Basis haben, die schmilzt und das Ganze ein bisschen fettiger macht. Oh Gott, ich sehe das Schlechteste schon kommen. So. Ugh. Es löst sich voll nicht gut. Jo. Ich denke, mit Schokolade ist es nicht der richtige Ansatz. Also es wurde jetzt grün. Ihr könnt es auch probieren. Aber ich denke, wenn ihr das einfach mit Zuckerguss macht, tut ihr euch einen Gefallen. Okay, so, und das sind die Minecraft
Dirt-Block-Kekschen. Wie gesagt, wenn ihr aus meinen Fehlern lernen möchtet, die sehen jetzt gerade nicht so clean aus, weil ja noch das ganze Plänkel drumherum ist. Aber wenn ihr aus meinen Fehlern lernen möchtet, macht das Grün nicht mit weißer Schokolade, sondern macht das einfach mit Zuckerguss oder so.